Oh Gott, The Fallen. Oh Gott. Nein. Ich hasse The Fallen. Er ist schlimm. Er ist wirklich extrem schlimm. Ich habe zwar ziemlich viel Damage, was die Sache etwas angenehmer macht, aber ich hasse ihn. Ah. So. Und genau deswegen, weil er sich einfach nach der Hälfte in zwei teilt. Aber ich denke mal, ich schaffe das. So. So. Ach, und mir fällt gerade was auf. Ich glaube, das geht sogar. Das wäre geil. Das wäre sehr, sehr geil. So, natürlich trifft er mich noch. Brother Bobby? Warum? Hm. Schade, ich hätte jetzt mit Dings gerechnet. Brimstone, genau so hieß. Oh, so hieß die Kacke. Naja, gut. Was ich eigentlich mir gerade gedacht habe, ich habe ja hier den. Wo ist er denn? Chocolate Mill. Da. Das bewirkt, dass Brimstone nicht unbedingt voll aufgeladen werden muss, weil ich kann ja quasi so schießen, ich kann so schießen oder ich kann so schießen, das ist ja völlig egal und das, ich weiß nicht, ich glaube, das glitscht dann einfach bei Brimstone und das ist ziemlich praktisch. Aber gut, dann habe ich jetzt halt Bobby, der ist auch gut. Devs 2. Ach, ich hätte vielleicht in den Shop zumindest gucken können, ob da die Bibel ist. Hier haben wir noch eine Münze, ist praktisch. Hep. Und hep. Hallo. Ich treffe auch gar nichts gerade, ne? So. Was war das denn? Ich hab jetzt... Ja, das war eine Steam-Nachricht. Naja, egal. So. So. Das muss ich riskieren. Ich will Geld. So. Und eine Bombe. Sehr gut. Warum gehe ich nicht nur links? Keine Ahnung. So. 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 Hep. Hep. Schlüssel. Warum sage ich immer Schlüssel in dieser Folge? Eine Slot-Maschine. Die jage ich doch gleich mal in die Lüfte. Ja, toll. Na. Was mache ich denn hier? Aber Full Health. Sehr schön. Ja, ja, komm. Halt die Schnauze. Wahrscheinlich ist es Nick. Wer sonst? Ich kenne keinen, der mich sonst auf Steam anschreiben würde. Ich guck mal in den Shop. Nicht die Bibel, die Batterie. Ne, ich spar. Ich bin jetzt so kurz davor. Sloth. Was soll ich mit dir? Das bringt doch nichts. The Empress. Okay, was macht die nochmal? Ach so. Na, da behalte ich definitiv lieber Full Health. Ja, ist ja gut, Nick. Ich hab's verstanden. Ich weiß auch genau, was er will. Er will mit mir Modern Warfare 3 spielen. Aber ich kann gerade nicht. Ich nehme auf. So. So, und mit diesem Arcade Room würde ich sagen, habe ich dann meine 55 zusammen. Weil ich kann ja ganz locker Blut spenden gehen. Ah, da liegt sogar noch eine Münze for free, sehr schön. So, eins. Und Kane! Kane ist ein cooler Charakter. So. So. Ich spende jetzt auch einfach ganz viel, weil ich habe ja Full Health und vielleicht kriege ich noch ein Bloodbag. Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch. So. Dim, dim. So. Hep. Aber jetzt. Na doch, komm. Zwei gehen noch. Okay, reicht. Na gut. Jetzt kann ich quasi spielen. bis der Arzt kommt. So. Leben, sehr schön. Hep.
Sterbfliege. Hallo, dumm. So, so. Es ist vielleicht jetzt etwas langweilig, aber vielleicht kriege ich ja noch was Gutes. Zum Beispiel noch ein Full Health oder... Na, der Dollar bringt mir jetzt wenig, weil sowieso noch, nur noch ein Shop da ist. So. Hallo. Nimmst du bitte mein Geld an? So. Hep. Ach, komm schon. Ach, ich spiele einfach nur noch an dem. Da 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 na 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 na. Eine Bombe, dann jage ich den jetzt einfach in die Luft. So. Hat er davon. Wovon auch immer. Lucky Food, genau, wegen Kane. Das ist ein cooles Item. Das macht, dass man keine schlechten Pillen mehr findet. Das erhöht die Chance bei Glücksspielen und die Chance, dass etwas in Kothaufen ist, soweit ich weiß. Ist auf jeden Fall praktisch. Vor allen Dingen hat Kane das von Anfang an, was das Ganze praktisch macht. Was Kane praktisch macht. Und Kane ist recht stark. Das ist auch praktisch. Kane ist eigentlich cool. Aber ich möchte jetzt eigentlich gerade... Na gut, zum Itemraum. Ach, zum Shop kann ich natürlich jetzt auch gehen. So. Stirb mal da oben. So. Noch eine Münze. Hey. Mein Auge juckt. Warum juckt jetzt schon wieder mein Auge? Es juckt ständig. Oder meine Nase. Die juckt auch oft. So, stirb mal. Noch eine Münze, sehr schön. Brauche ich nicht. Meine Maus ist wieder da unten. Boah, jetzt... Echt, ich bin so langsam echt müde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überhaupt so lange schaffe jetzt hier. Nein, Wold. Und da. Ams. Dann nehme ich noch das mit. Die Bombe gönne ich mir auch noch. So, man hat's ja. Ich bin müde, müde, müde. Aber ich nehme auf, weil ich Bock drauf habe und weil das Spiel cool ist. Und weil Bananenkopf. Was ist ein Bananenkopf? Keine Ahnung. Doofer Raum. Sehr unsympathisch. Bananenkopf, ey. Yeah. Und, hep, halbs Herz und da rein. Naja. Nicht so gut. Hatten wir, glaube ich, schon, brauche ich nicht erklären. Aber immerhin kann ich jetzt irgendwo den Itemraum finden, wo auch immer. Da, sehr schön. Hep. Den Itemraum vor allen Dingen. Ah, schon wieder so einer. Spielen wir doch nochmal eine Runde. Jawohl. Was haben wir hier? Pretty Fly. Sehr schön. Mit dem Cube of Meat ist das eine gute Kombi. Eine zweite Fliege wäre jetzt noch das Nonplusultra quasi. Ja, sehr schön. Ich sag mal, bis 30 spiele ich. Toll. Bis 35 spiele ich und dann jage ich den in die Luft. Ja. Ah, gib mir doch was Anständiges. Eine Bombe oder eine Pille. Ein Schlüssel, ja. Kann man auch nehmen. Nein. 35. Komm, jetzt nochmal. Nee, gut. Er ist widerspenstig. Eine Pille. Was haben wir hier? Bad Trip. Unnütz. Gut. Dann möchte ich da nach rechts, was wahrscheinlich eh falsch ist. Ja. Halbes Herz. Hey, ich habe genug Schlüssel. Interessiert mich nicht. Nehme ich einfach mit. Hep. Und hep. Und hep. Und hep. Ich gehe mal danach in die Mitte. Danach in die Mitte. Kann man das so sagen? Ja, ich kann das.
Weil ich bin sowieso gerade hier der Einzige, den das interessiert. Im Raum ist sonst niemand, außer vielleicht eine Fliege oder so, aber ich habe bis jetzt keine gesehen. Kommt jetzt langsam mal der Boss. Das hatten wir doch letzte Folge schon mal, dass ich den so ewig nicht gefunden habe. So. So. Aber schade, dass ich die Bibel nicht gefunden habe. Das wäre echt noch eine schöne Sache gewesen. So. Geld bräuchte ich. Unten. Ja, unten. Gut. Ja, gucke ich mir an. Was haben wir da? Ah, toll. Habe ich nicht schon Full Range? Ja, natürlich habe ich Full... Und ich habe Full Fire Rate? Warum das denn? Naja, egal. Warum nicht? Ma. So, jetzt mal richtig. Aber eigentlich bin ich in der Verfassung, die auch ohne Bibel zu schaffen. War ich auch beim letzten Mal, aber hatte ich keinen Bock drauf. Und ich glaube, ich hätte auch den Halo nicht gekriegt, wenn ich Dings nicht gemacht hätte mit der Bibel. Und deswegen habe ich das einfach mal gemacht. Macht Sinn, finde ich. Das war blöd. Egal. Ihr seht ja, ich habe viel zu viel Angriff, als dass sie mir irgendwie gefährlich werden könnte. Da 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 da. Da 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 da. Und gleich ist sie down. Gleich ist sie down. Sie ist down. Und wir kriegen den Löffel. Super. Das geilste Item, was man von Mom kriegen kann. Und wir gehen weiter, weil wir haben ja Kapitel 4 beim letzten Mal freigeschaltet. The Womp. Geschenk. Achso, das wieder, ja. Ja, The Womp. Jetzt sind wir quasi im Magen von der Mutter. Warum, wie auch immer das funktioniert, wenn wir sie gerade getötet haben. Aber naja. Ach. Die lustigen Kerlchen. Die machen mir nach. Aber mit dem Cube of Meat kann ich die ziemlich gut trollen. So. Einfach nah genug ran. Und dann hat sich das. Plöpp. Eins, zwei. So. Der Kleingeldmann. Ich nenne ihn jetzt einfach auch den Kleingeldmann. Kleingeldwald. Habe ich jetzt Wald gesagt? Ich glaube, ich habe Wald gesagt. Mann. Die Karte. Nett. Sehr nett. Okay, dann gucke ich mir doch nochmal den Geheimraum an. Vielleicht finde ich ja noch ein One-Up. Das wäre auch sehr geil noch. Doppel-Gemini. Willst du mir jetzt irgendwas damit sagen, Spiel? Das ist doch... Oh, nee, komm, hör auf zu schreiben. Na gut, ich hätte vielleicht... Ich weiß nicht, kann man bei Steam überhaupt so beschäftigt einstellen, dass man dann das Geräusch nicht mehr kriegt? Keine Ahnung. Naja, egal. So. So. Vor allen Dingen, er schreibt mich nur bei... ich weiß nicht, ob er mich nur bei Steam anschreibt. Bei Skype bin ich ja beschäftigt. Dummes Geräusch. So. So. Könnt ihr auch mal sterben jetzt? Hallo, sterbt. 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 Hallo. Dankeschön. Wow, ein halbes Herz. Wo gehe ich denn jetzt hin? Eigentlich will ich nur zum Boss. Und ich hoffe mal, es ist nicht Death. Death ist nämlich ziemlich böse schwer. Kann man schon so bezeichnen. So, wieder ein halbes Herz. Mit der Karte muss ich jetzt halt nicht völlig überall hingehen, weil ich ja den nächsten Raum schon sehen würde. Und wenn das nicht der Dingsraum ist, dann bräuchte ich auch nicht hin. So. App. So, Fistula, ja, von mir aus. Du kannst mir gar nichts. Dö, dö, dö.
wie müde ich bin mittlerweile. Aber anscheinend kann ich unter Müdigkeit besser Binding of Isaac spielen. Auch wenn, na gut, das Spiel, ich gebe zu, es ist zum großen Teil Glücksspiel. Ich habe direkt den Halo gefunden, das war schon geil. Was haben wir da? Den Hierophant, sehr schön. Blöpp. Da muss ich nicht rein. So. Ich gehe mal da nach unten, weil das ist ein ziemlich langer Weg. Das macht irgendwie Sinn, dass da der Boss ist. So. Ich wäre nochmal für so einen Full Health. Das wäre ganz praktisch. Und warum bin ich eigentlich nicht in den Geheimraum gegangen? Frage ich mich gerade so ein bisschen. So. Hole ich mal nach. Hey, da war der Geheimraum. Schon wieder. Naja, gut. Ich hab's ja. Wenn das Spiel das unbedingt so will. Obwohl, ne, ich jag den in die Luft. Eine Pille. Health up. Ja, toll. Damit zerstöre ich jetzt quasi ein blaues Herz. Ich warte noch. So. Dann haben wir hier diese komischen Wobbles. Keine Ahnung, wie man die bezeichnen will. Aber das sind nicht besonders die Gegner. Hep. 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 Die halten nur ein bisschen viel aus, aber sonst können die nichts. So, eine Bombe. Hep. Ja, nehme ich mit. Eine Karte. Justice, sehr schön. Okay, wieder Geld. Brauche ich nicht, aber gut. Und wieder Health up. Gut, hier war es nicht. Schade. Ach ja. Stirbt. Stirbt, 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 stirbt. Hä? Hab ich jetzt zwei auf einmal getötet? Okay. Na los, geh doch kaputt. Ah, ich hasse es ja, nach dem Bossraum zu suchen. Und ich bin müde. Ah. Mann. Gut, dann gehe ich nochmal hier runter. Ja, gut. Es ist natürlich der letzte Raum, aber ich gehe einfach hier durch, wenn du mir so schön die Tür schon aufmachst. So, da ist der Bossraum. Wer hätte es gedacht? Jetzt kann ich auch mal Health auch benutzen. Boah, ich hoffe echt, es kommt nicht Death. Das wäre doch schon noch eine ganz gute Chance, ein Leben zu lassen. Also das Leben, nicht ein Leben. Weg. Und wer kommt? Skolex. Easy. Easy. Ich verstehe nicht wirklich, warum dieser Boss nur in The Womb auftauchen kann. Skolex ist echt... Der ist echt total einfach. Ganz ehrlich. Pff. So, vor allen Dingen mit dem Damage, den ich austeile. So. Aber irgendwie kann man ihn nicht treffen, wenn er seine grünen Teile schießt. Das habe ich nicht wirklich verstanden, warum das so ist. Und tschüss, Skolex. Jawohl, nochmal ein Health Up. Maximal. Hatte ich auch noch nie. Gut, letztes Dings. Beziehungsweise vorletztes, aber ins letzte werden wir dieses Mal nicht kommen. Loki, den hatten wir auch noch nicht. Aber ist auch kein so großes Problem. Ich glaube, der kann mir sogar The Mark droppen. Das wäre auch noch ziemlich cool. Dann müsste ich so langsam auch bei maximalem Angriff angekommen sein. Ja, das ist das Gefährlichste, was Loki kann, dieser Dreierangriff. So. Na los, ich stirb jetzt. Ich finde, das letzte bisschen eines Bosses ist immer so viel. Vor allen Dingen so ein Zwischenboss.
Bei einem richtigen Boss geht es, aber bei einem Zwischenboss kommt einem das total viel vor. So. Ach, die komischen Puppen. La 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 la. Wie die mich einfach nicht treffen, obwohl ich hier eigentlich total random durch den Raum irre. Hm. So. Bombe. Ach, warum denn? Ganz faken. Ich jag den jetzt einfach hoch. So. Hm. Ich will nur den Boss finden. Dü-dü. Aber zumindest habe ich kein einziges Mal Greed getroffen. Das ist so praktisch. Aber ich weiß nicht, ob ich den Boss schaffe. Das ist so ein bisschen gerade das, was mir noch Sorgen bereitet. Aber ich hoffe es einfach mal. So. Hep. Und hep. Hep. Jawohl, da ist der Boss. Uff, ich bin so ein bisschen angespannt gerade. Mal sehen, ob ich es schaffe. 6 Herzen habe ich, beziehungsweise jetzt 7. Hm, ich bin gespannt. Puh, durchatmen und rein. Mom's Heart, yeah. Puh. Also Mom's Heart hat ziemlich viel Leben. Und läuft nach dem Schema ab, dass sie immer wieder Items spawnt und dann selber wieder auftaucht. Ist im Prinzip gar nicht so schwierig, aber ich kenne meine Dummheit. Aber die Musik ist cool. So. So, die Gegner machen mir mittlerweile auch nicht mehr so viel aus und lass mich trotzdem treffen. Puh, die Augen sind schon eher das Problem, vor allen Dingen das Weiße. Das ist ein dummes Auge. So. Na los, warum treffe ich den denn nicht? So. Ah, jetzt lasse ich mich treffen. Ah, 6 Leben habe ich noch. Und ich habe so ein gutes Viertel abgezogen. Jetzt habe ich noch 5 Leben. Hm. Nicht zufriedenstellend hier. Ich könnte auch mal Bomben legen, ne? Ich habe ja noch 5. Was ist hier eigentlich drin? Geld. Super. So, hier eine Bombe hin und dann explodiert sie zu früh, weil ich den Wurm nicht kaputt kriege. Bombe. So, bam. Das zieht ihr ganz gut ab. So, und nochmal. Und ich glaube, genau, jetzt bleibt sie auch da. Ach, ich darf nicht durchs Blut laufen. Das war dämlich. So. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ich bin fast fertig. Jawoll! Bam! Weggefickt. Weggeklatscht. Weggebamst. Truhe. Yeah, man. Yay! Eine Mütze. Und der Abspann. Yay! Gut, wir haben auch das Herz besiegt. Damit haben wir einmal richtig das Spiel durchgespielt. Auch wenn das wieder nicht wirklich die Wahrheit ist, aber irgendwie schon. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Jetzt sehen wir auch mal alle Gegner. Ah gut, auch wieder nicht ganz alle, aber ich weiß gar nicht, ob der, den ich meine, überhaupt vorkommt hier. So. Und Monstro 2 hatten wir nicht, fällt mir gerade auf. So, da haben wir die 4 Reiter.
Da haben wir Skolex und Blastocyst, den hatten wir noch gar nicht. Und Mom's Heart. Yay. Und natürlich Isaac. Gut, The Book of Belial. Das Item von Judas. A Cross kriegen wir einfach so. Und Judas. Yeah, Judas ist ein bisschen verzwickter Charakter. Man sieht, da ist kein Strich neben dem Herz, also nur eins. Dafür hat er einen Massenangriff. Der ist schwer. Aber es macht Spaß, mit Judas zu spielen. Aber naja, gut. Ich würde sagen, wir gucken uns mal eben an. Naja, da fehlt immer noch eine ganze Menge. 19 von 63. Ja, wir haben es lange noch nicht hinter uns. Mom Kills 1. Ich glaube, hier können wir auf 12 Enden kommen oder so. Also das Projekt dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie lange es gehen wird. Ob ich 100% mache, ob ich irgendwann keinen Bock mehr habe, ob ich das unendlich lange fortsetze. Das weiß ich alles noch gar nicht. Aber egal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin und ciao.